Puh, harter Tobak. Heute geht es im Evangelium um Ehebruch. Und Ehebruch ist ein hartes Wort und scheiden tut weh. Und beim Thema Ehe, Ehebruch oder Scheidung gehen die Emotionen hoch. Gerade eben, weil es um Emotionen geht. Aber mal ganz von vorn. Im Evangelium nutzen die Pharisäer ein kontroverses Thema aus, um Jesus eine Falle zu stellen. Vielleicht aus Missgunst oder aus Denunziationsabsichten. Die Antwort Jesu ist aber eindeutig und klar. Ja, es gibt ein Scheidungsrecht. Aber dieses gibt es nach Jesu Ansicht vor allem deshalb, um der Hartherzigkeit von Menschen entgegenzuwirken. Nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben, sagt Jesus. Durch diese Aussage schlägt er seine Widersacher mit ihren eigenen Waffen. Wie immer ist für Jesus die Liebe das leitende Motiv. Nicht nur die Liebe zwischen zwei Menschen, sondern auch, wie ich sonst tagtäglich von anderen denke oder ihr Handeln beurteile. Denn wer sich immer nur im Recht fühlt, der urteilt schnell und vor allem auch hart und ungerecht über andere. Mit Liebe und Verständnis füreinander hat das wenig zu tun. Mit Rechthaberei und Orthodoxie lässt sich sogar ein Liebesgebot missbrauchen. Eben weil es dann nicht mehr gelingendes Leben für andere zum Ziel hat, sondern Besserwisserei. Wenn Jesus sagt, wer seine Frau oder seinen Mann aus der Ehe entlässt, begeht ihr bzw. ihm gegenüber Ehebruch, dann widerspricht er ganz klar einem eigennützigen, lieblosen und egoistischen Handeln. Aber ehrlich gesagt, ich kann nirgendwo eine Aufforderung Jesu herauslesen, Menschen aufgrund ihrer schmerzhaft zerbrochenen Lebenswege zusätzlich zu diffamieren und mit Rechthaberei zu erniedrigen. Scheiden tut weh. Hier werden große gemeinsame Ziele und Träume aufgegeben und nicht wenige Menschen zerbrechen daran. Wie bei Mose muss es auf der einen Seite klare Regeln und Rechte geben, um gerade diejenigen zu schützen, die sonst ohne alles dastünden und ausgenutzt würden. Auf der anderen Seite darf dieser Schutz nicht zu einer lieblosen Rechthaberei umgemünzt werden. Gottes Schöpfung zielt auf Einigkeit und nicht auf Zwietracht. Und wer kann von außen beurteilen, ob ein Rosenkrieg der Einigkeit und Liebe dienlicher ist als eine gemeinsam vereinbarte Scheidung? Aber jetzt mal positiv. Sich ein gegenseitiges Eheversprechen vor Gott zu geben, kann die bloße Zweisamkeit tatsächlich in eine qualitativ höhere Einigkeit führen. Menschliche Fehler und überzogene Idealvorstellungen relativieren sich vor Gott. Das kann einem gemeinsamen Weg nur gut tun. Die Hoffnung und Zuversicht, dass die gegenseitige Liebe einen weiteren Angelpunkt bekommt, nämlich Gott als die Liebe schlechthin, kann das Herz wirklich weit machen. So weit, dass man es schon fast naiv nennen könnte. Und deshalb passt es auch so gut, dass Jesus direkt im Anschluss an diese Auseinandersetzung bewusst Kinder in die Mitte stellt, ihnen die Hände auflegt und sie segnet. Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn solchen wie ihnen gehört das Himmelreich. In dem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.